So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu F1 2017 Karriere. Gleich geht's ins Qualifying. Erstmal hören wir uns die Mail an, die Voicemail. Wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Achter oder um Ocon schlagen, alles gut. Und ich kann ja gar nicht so unbedingt noch schneller fahren als eben im Training, weil hier Regen kommt im Qualifying. Müssen wir mal gleich gucken. Aber damit komme ich ja mittlerweile auch klar. So, ich könnte zwei Sachen entwickeln, aber wir haben nicht genug Ressourcenpunkte, aber dennoch will ich was entwickeln. Hat man hier auch gesehen, da, wenn man so guckt, sieht man diese Eins da. Oben rechts, so schräg. Das haben wir jetzt ja. Ich könnte zwei machen, was haben wir denn schon mal alles hier? Aber das habe ich noch gar nicht, ne? Verbrennungsmotorhaltbarkeit habe ich schon mal erhöht. Energiespeicherhaltbarkeit habe ich erhöht. Abnutzung allgemein habe ich erhöht. Und hier auch. Ah ne, nur das. Alle Antriebs- und... Okay. Dann mache ich den hier. In Monaco wird es fertig sein. Okay. Ja, wir könnten noch, wenn wir alles immer perfekt machen würden, ich in jeder Trainingssetzung auch, man kann hier noch viel mehr Punkte machen. Weiß ich nicht, aber jetzt gehen wir mal zum Qualifying. Heiko, auf Heiko Wasser Das müssen wir heutige leider Qualifying hier auf dem Circuit. verzichten. In dieser Session musst du nicht bis ans Limit gehen. Unser Tempo sollte locker reichen, um die Quali zu schaffen. Das hört sich gut an. Wetter ist auch ihr. Und was ist noch weiter? Weiter. Ja, 15 Minuten. Immer leichter Regen, okay. 20 Minuten. Feuchte Stellen auf der Strecke mit leichtem Regen, ja. 30 Minuten. Einer fährt gerade raus, Stroll und Grosjean. 90 Minuten, ah, es wird ganze Zeit so bleiben, okay. Fahren wir einfach raus. Ja, kann man nicht mehr ändern, ich weiß. Fährt er einfach mit. Waren das jetzt Regenreifen oder Intermediates? Intermediates, Gott sei Dank. Jetzt ein bisschen anders zu fahren. Ne? Wenn man das noch nicht getestet hat, sozusagen vorher, und dann soll man bei hier in leichten Regen fahren und man soll sich damit qualifizieren, ja, es ist nicht automatisch gesagt, dass wir dann wieder die Pole holen. Ne? Versuche ich natürlich, aber erstmal eine Runde weiterkommen und dann sehen wir weiter. Sehr feucht ist auf jeden Fall nichts. Lässt sich noch relativ gut fahren. Ich würde fast sagen, hätte man noch fast Trockenreifen nehmen können, wa? Wir haben schon mal Bestzeit in Sektor 1. Zumindest auf eben Stroll oder so, ich weiß nicht. Ändert sich ja gerade sekündlich bald, wer die Bestzeit hat. Hamilton knallt mir erstmal eine hin. Ferrari fährt er. Ich wollte gerade sagen, der fährt aber schneller als wir und dann mache ich auch noch einen Fehler. Was ist der fett? Shit. Dann die Box.
Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Du bist auf P9 vorgefahren. Platz 9. Bisschen Windschatten hier. Gefühl, das Rennen könnte hier echt schwer werden. Wir werden mindestens 20 Minuten leichten Regen haben, vielleicht länger. Leichter Regen dauert an. Ja, wahrscheinlich noch länger, Kollege. Leichter Quersteher, ich hasse die Kurve. Der Vettel ist auch relativ flott. Oh. Ich hab ein bisschen was verloren. Oh. Deswegen habe ich nicht, die beiden habe ich nicht geknackt. Zu viele Fehler noch gemacht. Kein Benzin mehr. Dachte noch 2 Runden. Hä? Verpiss ich mich mal eben. Tschüss. Ich bin mich mal eben weg in der Garage. Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:37,8. Der erste Sektor ist relativ gut. Sind alle, da kann ich auch nicht viel schneller fahren momentan. Zweiter Sektor ist auch gut. Aber guck mal, dritter ist 34,5, ne? Dritter ist Murks. Reicht aber locker für Q2, ne? Ja, sind auf 5 gerutscht, egal. 6/10. Oh, Hamilton hat aber gut gefahren noch. Und Bottas. Und dann die beiden Ferrari und dann sind wir. Eigentlich realistisch sind wir da auch höchstens. Und mit diesem Auto. Und wenn es alles perfekt laufen würde, dürften wir da eigentlich höchstens sein. Aber trotzdem gewinnen wir die Dinger meistens, ne? Keine Vorfälle, okay. Gut. Q2. Dürfte eigentlich dasselbe sein. Wir können eigentlich gleich rausfahren. Zack. So, sind wir jetzt mal vorne oder ist schon wieder einer vor uns? Dann fährt der Computer aber nicht schnell. Da sind schon wieder welche vor uns. Und hinter uns. Ich muss ja sofort rausfahren. Da muss der Computer, der mich übernimmt sozusagen, der muss aber echt lahm fahren. Egal. Dafür haben wir eine freie Bahn. Wenn jetzt nicht noch einer rausgeschissen kommt. Ah,
Aber wir müssen nur in die Top 10 erstmal. Wird gar nicht so leicht hier auf Polen zu fahren, merke ich. Aber so soll es ja auch sein. Easy going möchte ich das auch nicht. Ja, die haben vielleicht auch neue Teile an Bord oder so, keine Ahnung. Also Europa-Auftakt, da geht die Formel 1 ja meistens erst richtig los. Kann man bald sagen. Das wird nicht leicht. Zum Glück habe ich die echt noch nicht höher eingestellt. Ob ich es überhaupt noch tue, das weiß ich nicht. Später vielleicht. Vielleicht nach Monaco, ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, wie das alles hier so wird. Eine gute Zeit. Was fahren wir? Wir fahren noch besser. Du bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Habe ich auch keine Fehler so richtig gemacht. Deswegen war das auch eben schneller. Also jetzt schneller als eben. So. Zweite Runde ist meistens schneller, ne? Irgendwie die Reifen. So, das ist. Wie geht das? Da geht noch was. Weit raus, weiter Bogen. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Oh, lass mich doch mal. Oh, der hat mich jetzt gerade ein bisschen durcheinander gebracht, Mann. Ja, die Runde ist wieder morgens. Ja, die hätte es gut sein können. Sieht man überall, es wäre noch deutlich was drin gewesen. Also, wir holen immer wieder auf, obwohl wir Fehler machen. Guck, da wäre noch einiges drin gewesen. Ich kann auch keine mehr fahren, shit. Unser Benzin reicht nicht für ein... Ja, ich weiß, damit muss ich mich verpissen. Hätte auch jetzt selber die Box fahren können, aber naja. So. Sektor 1 ist schon mal sehr gut. Besser als eben, glaube ich. Sektor 2, ja. Da sind auch nah dran, ne, die beiden da. Alles ist sehr gut, okay. Aber Q3, puh, da. Achso, erster, nur. Achso. Dachte, wir sind Erster, wir sind ja gar nicht Erster. Knapp, knapp, knapp alles. Na, wir sind noch näher dran, aber als eben. Das ist aber ganz schön eng, ey. Die ersten 5. Puh. Auf geht's. Oh Gott. Vielleicht muss ich noch ein One machen. Also jetzt war ja nur immer die nächste Runde zu kommen. Das ist ja egal. Das ist mir scheißegal, ob ich dann Erster bin oder nicht. Zack. Bleib eh Regen, bleib eh Intermediates. Ist freier, gut. Aber es ist glaube ich auch nasser, ne? Weil es länger, schon länger geregnet hat. Vielleicht kann man dann nicht mehr ganz so eine schnelle Zeit fahren. Das weiß ich nicht. Mal gucken. Wenn ich sozusagen auch ein paar Minuten keiner auf der Strecke. Dazwischen wegen Qualifying Pause ist ein bisschen. Paar Minuten. Na, ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Erst noch was hinlegen. Sechsundzwanzig eins.
schneller als eben sogar. Oh, ein Rutscher. Oh, zu weit raus, Mann. Ich hätte schon gleich so eine Zeit hier. Da komme ich noch nicht ran, oder? Weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Doch, sind wir so gut, ob so, wie sie so viel gerutscht sind und alles. Okay. Zweite Runde ist meistens noch schneller. Ich versuche noch eine schnellere zu fahren. Ah, zu weiter Bogen. Auch wieder ein bisschen quer gestanden. Sektor 1 nicht so gut. Oh. Uns geht der Sprit aus. Du musst in den nächsten paar Runden an die Box kommen. Ja, I know. So, hier nicht quer gestanden, das merkst du gleich. Und ich sehe nicht weit raus. Okay. Das hat man gleich gemerkt. Oh. Eng, 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 alles. Fahr, du scheiß Karre, Mann. Rutschig, rutschig. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut! Ach, scheiße, ey. Viel verloren. Unser Benzin trotzdem noch besser, aber... Der Tank ist leer. Ja, was mache ich jetzt? Ich muss ja mal wieder rein. Oh, fahren die noch schneller oder nicht? Ich weiß es nicht. Nicht mehr viel Zeit, ne? Da sind die schon mal langsamer. Ah, shit. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, Raikkonen und ein Force India. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Hätte ich nochmal rausfahren sollen. Das war nicht optimal. Das waren, glaube ich, genau diese 3 Zehntel oder so, die wir verloren hätten. Also ich hätte auch noch besser fahren können als Vettel. Die beiden Ferrari, wa? Und die beiden Mercedes hinter uns, die fast gleich schnell sind. Auch mit uns sogar. Hat die Rennleitung noch irgendwas? Nein. Na, das kann ja wieder spannend werden. Ja, ich hoffe, das wird nicht wieder gesperrt. Das Rennen, der erste Part oder so. Keine Streckenvorstellung darf es geben, ey. Naja. Dann sehen wir uns beim Rennen aber wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. 3. Platz ist alles okay. Also, ich muss ja die Stadt erstmal hinkriegen, ne? Aber das könnte echt wieder spannend werden. Man weiß immer noch nicht, wie stark die wirklich sind. Okay, das sehen wir dann im Rennen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.